was drin, aber ich kam ja nicht dazu. Weil ihr alle geschrien habt wie die Helden. Da die Hey, Helden? aber Alter, guck dir mal ein Video an, was hier drin war. Und da kommt auf einmal aus irgendeiner Tür kommt auf einmal ein Zombie-Bulle raus, rülpst und eine andere Welt. Und da habe ich mir auch so gedacht, hä, wo kam der jetzt schon wieder her? Der kam von hinten übrigens. Naja, vorher kamen zwei Grüne. Ja. Drei Grüne sogar. Wo die herkam, das wusste ich, die habe ich ja gesehen. Wo bin ich jetzt? Ich bin jetzt hier gerade durchs Dach gefallen. Ach, die kamen von ganz oben. Ich bin hier gerade. Sunny. Und ganz oben. Ganz oben. Ja. Ich komm von oben, gibt es einen zweiten Eingang. Da bin ich gerade durchgefallen, eine Etage tiefer. Ah, okay. Hier ist eine Das Plattform. heißt, es waren das gar nicht die, die hier in dem Raum drin waren, sondern irgendwelche anderen. Nee, noch eine Etage, ja. Warte mal, leuchtest du gerade irgendwo hin? Nein. Au. Bin gerade in einem verschlossenen Raum. Und mach eine Kiste auf. Okay. Von ganz oben hab hier eine Vault-Tür. Bin irgendwie jetzt in meinem anderen Turm. Deswegen hat doch nur einen. Nö, hier ist noch einer. Laura, du kannst so rüsten. Du müsstest da hochkommen. Ist da noch irgendwas? Nee, es hat zwei Türme. Boah, wir haben gerade Sorgen, hinter mir ist ein Zombie aufgetaucht. Also hier ist schon mal nichts. Guck, über dir. Ist eine Etage über mir oder wie? Hm. Hier ist Ende Melende, hier ist aber auch nichts mehr. Laura, wo bist okay. du? Doch, hier ist eine Kiste. Da. Bist du das? Oh, gut. Und eine Kiste ist doch gut. Nee, Sani. Hi, Sani. Ah, toll. Ein 1er Composite-Bogen. Wir haben sich auch durchgehauen, hier fehlt auch eine Ecke. Sunny, waren wir da schon? Nee. Okay, dann geh du ganz schnell vor. Bist du jetzt in dem Turm drin? Ja. Ich bin jetzt da drin, wo die alle sich durchgeframed haben. Die sind alle hier nach unten gekommen. Die durchgeballert. Ich habe hier 5, 6. Dinger, die beschädigt sind hier oben. Die müssen alle von hier oben in der Mitte gekommen sein. Vorsicht, ich komme hier durch eine Tür. Wo bist du? Was, siehst du mich, wo die Tür ist? Da unten rennt noch jemand. Aua. Ich weiß, dass hier eine Schlacht. Weitergelaufen, oder? Hi. Ah, ja, ich bin aber auch hier gerade. Guck mal hier. Geh doch mal. Hier fehlen überall, guck mal, hier fehlen überall Frames. Sunny. Ja, hier fehlen überall gesehen. Frames. Okay. Gut, jetzt komme ich dir Also, ich muss doch in die Stadt rein, da ist die Loot. Ist in eine Ruine runtergekommen. Na toll. Ist. So, da geradezu in den Turm noch. Dreh dich mal jetzt genau, Frames. Stopp. Ja, ich bin wieder zurück. Und der Turm da drüben ist leer. Genau, da war ich gerade drin. Bis ganz oben? Nein, nicht bis ganz oben. Da war ich noch nicht. Wie gesagt, da war ich noch nicht. Das war krass, klasse. Oh,
Okay. Die musst du auch aufhauen. Ja, ja. Ist da noch irgendwas oder ist da nichts? Nee, hier oben ist Schluss. Du musst in den anderen Turm. April. Hm? Hinter dir. Hinter mir ist nichts. Hinter dir ist Ray. Da ist noch ein anderer Turm. Wo haben wir eigentlich Laura unterwegs verloren? Laura ist hier bei mir. Gut. Bahn ist offen. Dann ist Laura bei dir aus dem Fall. Laura ist nicht bei mir. Laura? Ja. Bist du runtergefallen? Und hier. Fanny, guck mal, wo ich jetzt bin. Hier müsste ich noch rein, hier muss noch was drin sein. Ich dachte, das hättest du schon gelootet. Wie denn? Ihr habt da geschrien, wie am Spiel, deswegen bin ich bisher zu euch zu kommen. Außerdem hatte ich die Inventar voll. Also das Essen ist im Turm versteckt. Ich weiß nicht, mit wem du gerade redest, aber ist egal, oder? Ja. Ja, ist egal, gut. Bitte mach die. Sie hat ja gesagt, oder? Nein. Doch, was? Ich danken. Wir springen von oben. Bitte nicht hauen. Machst du schon mal auf? Wollte gerade sagen. Wärst du so freundlich, mach schon mal auf. Können die Leitern hochklettern? Ja. Ja. So, wir sollten aber langsam uns wieder... Mach sie weg, bitte! Ich hab Angst! Ja, wenn ich wüsste, wo du bist, April! Seid ihr runtergeklettert? Wir sind jetzt den Turm runtergegangen. Ja. Ihr seid runter, ich komm. Ganz unten. Im Turm nach unten. Ja, ich sehe so. Kommt über dir ein Zombie oder was? Mhm. Aber ich sehe keinen. Ja, ich hab die Tür da oben zugemacht. Das ist eine Wolltür, das dauert eine Weile. Die fällt dann hoffentlich irgendwann runter. So, ich komm jetzt auch zu euch. Ich hab zwei Kisten endlich gefunden. Ja, dann kannst du mal den Zombie. Sunny, rutscht ein Stück nach links. Ja, da. Dann kann ich den da unten. Alter! Wie viel sind denn das? Noch einer? Was wollt ihr denn kaputt machen? Wir gehen den schnellen Weg nach draußen, wir sind ja schon unten. Hast du die jetzt kaputt gemacht, Laura? Jetzt ist selbst ein Zombie, pass auf. Hast du ihn kaputt gemacht? Ich glaube, es war eine Dame. Ich hab... Kann euch leider... Steine hauen. So, ich fahr jetzt einfach mal durch die Stadt zu euch. Komm mal kurz neben dich. Treffen wir alle drei jetzt den gleichen, ja? Scheinbar. Ich glaube, du triffst den Fall. Leider nicht mehr. Ich glaube, das war... Da gerade irgendjemand auf uns runtergesegelt. Irgendwas hat gerade Krack gemacht. Wieso? Ich habe ein gebrochenes Beinchen, ja. Okay, dann hat sie sich wieder gebrochen gerade. Ich bin aber nur ein runter. So, eins, zwei, drei. Und wo haben wir unsere Laura? Okay. Laura muss die Laura auch, muss auch noch irgendwo hier sein. Mäuschen, Mäuschen, piep einmal. Laura ist da oben, die kommt gleich runter. Du kannst runter, die Tür ist offen. Mäuse? Kommt ein Zombie? Nee, schießt auf den, wo jetzt auf den Fahrrad kommt.
Nee, der ist ohne Fahrrad und schießt läuft ganz komisch. Ja, ich meine, ich komme gerade euch entgegen. Ja, ich hab's ja gesehen. Doing. Ich glaube, der ist angepisst. Du kannst da runter, ne? Da springt Zombies. Ich werfe mal Sag mal rein zum Stecken. Ah, nee, die ist schon unten. Sorry, ich hab dich nicht gesehen. Tolle Beinkiste, so der drin ist, super. So. Ich nehme mal erstmal das Zeug raus, was nicht stackbar ist. Ich bin da quer über den Berg gerannt. Stahlbolzen kann zerlegt werden. Sunny, guckst du da nochmal rein? Ich bin voll. Nein, wegen zerlegen. Aber ist jetzt egal. Nehmt erstmal mit. Es ist 20 Uhr, wir müssen noch zurückradeln. Nehmt euch ein Fahrrad, setzt es hin, nehmt alles, was in der Kiste ist, sortieren tun wir zu Hause. Okay, ich bin voll. Müsst jetzt nur noch ein Fahrrad haben. Wer hat jetzt die Fahrräder alle rausgenommen? Ich hab eins aus Versehen. Hab ich in die andere Kiste gepackt. Das ist meins, gut. Da fehlt aber noch mehr Fahrrad. Da ist noch eins. Meine Face-Seite hat nämlich auch noch mein Teil. Bergbeheim, Pistole, Brustpanzer. Ich nehme mal an, ich habe Andres Klamotte gerade in der Tasche. Ah, Kisten sind leer, okay. Was? Und ein Eisenknüppel. Muss jetzt ein Fahrrad. Kann das sein, André? André? Was? Was? Wo wer? Grüne Pistole, Lederbrust, Knüppel. Ja, kann. Ja, doch, kann sein, ja. Klingt sinnvoll, oder? Ja, irgendwie. Also ich habe kein Fahrrad. Ja, 5 Komposit kann man zerlegen, oder? Du hast doch da deins, oder nicht? Nein, ich habe mein Fahrrad, aber ich habe keins noch im Inventar. Wenn beide Kisten leer sind, hat irgendeiner außer den Fahrrad mitgenommen. Irgendeiner muss eins im Inventar, weil wir sind einer weniger jetzt. Ja. Sind beide Kisten leer, dann ist es okay. Gut, dann nimm mit. Auch geil, mit einem gebrochenen Bein kann ich genauso schnell fahren wie ihr. Wolke, gucken, wo ihr seid. Da, wo der Zombie brüllt, weil ich über Fuß gefahren bin. Mit dem bin ich vorbeigerauscht. Dass sie leuchten, hat nichts zu sagen, oder? Das sind so die Kacke. Die brennen hier gerade. Hey, Moment, geht's noch? Was? Guck mal, hier nicht von der Straße. Wer denn? Wow, du! April. Was denn? Ich fahre einfach geradeaus, niemand ist vor mir. Nein, du hast mich nur gerade weggeschubst. Ja, dann fahren jetzt so eine komische Wilden. Er stand auf Straßenrand und wollte wieder einscheren. Das war ich nicht, das war schon so. Das sagst du doch immer. Sunny, warum bist du so weit hinter uns? Weil ich keine Ausdauer hab. Okay. Brauchst du Essen, Trinken oder was? Ich hab nur die Hälfte an dreiviertel an Food. Hättest du was gesagt? Soll ich zu dir? Ich komm schon einmal an. Ich hab auch Dosenfutter. Ich hab drei Blaubeerkuchen und 20 Dosenfutter. Mensch, fahrt einfach. Wir prügeln uns eh gleich wieder um die Kisten. Okay. Wenn ich als letztes ankomme, dann nehme ich die Frames weg und gut ist. Boah. Damit noch. Man, gar nicht so weit. Zum André jetzt auch 700 Meter. Gibt es auch einen geblitzten, also einen vom Blitz getroffenen Zombie? Nein. Keine Ahnung, nein gibt's nicht, aber vom Blitz getroffen, da musste da Monas ran. Ich wurde hier noch nicht vom Blitz getroffen. Ja, du hast aber so ein Glück, vielleicht, wenn du vorfährst, vielleicht haben wir ja Glück. Siehe Ark, ne? Ja, Lut! Voller Lut jetzt erschlagen. Da ist Wasser, ne? Ja, ich sehe es gerade.
Der Held vom Erdbeerfeld. Ziemlich uneben die Straße hier. Ach, wenn man langsam fährt, merkt man es gar nicht. Da kommt was angequietscht. Das wird die Laura sein. Ja. Sonntagsfahrer. Jum, da kommt sie vorbei. Hey! Na gut, Laura hat ja auch ein bisschen mehr Ausdauer als wir wahrscheinlich. Verstehe ich gar nicht. Wie viel Ausdauer hat sie denn? Keine Ahnung, ich vermute es einfach mal. Nee. Au. Falsch, ich bin falsch gefahren. Ja, ist richtig. Aha. Erfolgreich. Jetzt wollen wir nochmal in die Stadt gehen. Ein bisschen einkaufen. Bummeln gehen. Wie Frauen so sind. Ich dachte mir so, oh, die Straße fährt hier lang, da ist auch die Brücke und gleich. Kannst du das mal mitnehmen? Oh, unser Haus ist ganz schön gewachsen. Okay, hab ich. Macht aber erstmal hinter sich die Tür zu, weißt du? Gut, da April noch kommt, dann lasse ich mal lieber die Frames noch da. Nicht hinter sich, sondern vor dir, das ist ein Unterschied. Soll ich die... Ja. Ab. Ach ja, ich bin langsam. Also soll ich die abreißen hier? Wenn jemand mehr hinter dir ist, ja. Die Tür war zu. Die Tür auf. War das falsche rum. Aufsetzen. So, André, du kannst mal die Kiste gucken. Ich glaube, das müsste alles deine sein. In welche Kiste? In deine Kiste beim Bett. Ich glaube, das müsste alles deine sein. Ja, sieht so aus. Eine Hacke müsste noch irgendwo rumdüsen. Die hab ich noch nicht gefunden. Also ja, ich hab sie zumindest nicht. Ich hab auch ein Seedpack dabei. 5 Uhr Komposit zerlegen. Yep. Fertigen Mods noch mal rein. Hier. Pack's einfach hier rein. Und eine Hose und ein Hemd und eine Brille müsste noch irgendwo sein. Ich weiß nicht, was hast du für eine Brille? Kann ich dir jetzt nicht sagen. Irgendeine Brille, wahrscheinlich eine coole. Eine Sonnenbrille. Eine Sonnenbrille, ja, die habe ich noch. Dein Hemd habe ich, glaube ich, auch noch. Hose habe ich aber nicht. Sonnenbrille und Hemd da reingetan. Hose müsstest du halt entweder noch jemand anderes in der Hand oder müsstest du dann erst der Rüstungskiste wieder eine rausnehmen. Ah gut, wir alle zusammen, außer Laura, die ist wieder 5 Level vor uns. Mann, jetzt das Zeug. Da liegt noch eine Kampfanzughose in der Rüstungskiste. Die gehört ein. Ich hab eine Hose. Kampfanzugshose. Dein Glück. Dein Glück, dass du eine Hose hast. Ja.
Wo kommt Geld und Nuggets und sowas nochmal hin? Wertvoll. Ja, danke. Wohin? War eine Kiste, glaube ich. Die eine Kiste im Herd, oder? Nee. Doch, doch, ja. Die Herdkiste, hast recht. Soll ich mir das Feedback hinpacken? Die Kiste über der über dem Farmtable. Das Salz. Das Salz in die Kiste über der Schlachtbank. Mhm. Habe ich gerade gefunden. Hab ich jetzt noch. Ach du Scheiße, hinten ist auch noch was. Das kommt noch dahin und das da kommt noch dahin. Da auch. Du musst noch mal die Knochen hin. Miep, miep. Laufen, Sandy. Ja, ja, ich will raus. Ich will rein. Aha, der Scheiß. Oh. Ich hab nichts mehr drin. Nochmal fahren musst du da hoch, Tour jetzt. André, dein Hacke und dein Fahrrad, soll ich das in deine Kiste tun? Ja, kannst du machen. Ja gut, dann Fahrrad tue ich jetzt wieder nach oben in die Kiste rein. Irgendjemand muss immer noch meine Hose haben. Nimm doch die Kampfanzughose. Mach mal. Ich weiß. Irgendeiner muss. Das ist scheiße. Warte mal, was für eine Kampfhose hattest du? Vielleicht ist die Kampfanzughose ja von mir. Hier steht André neben mir ohne Hose. Nee, ich hab das Ganze vorhin. Ach, so geil. Aber die Cowboy-Stiefel. Was für eine Hose hattest du denn? So zwei Schuss habe ich noch. War das jetzt eine Drohung an mich, oder was? Das ist Drohung. Ich drohe nicht, ich schieße gleich. Ja, so mal das sieht so geil aus. Auf dem Mantel gucken die nackten Beine raus und die Cowboy-Stiefel lassen. So geil. Ah, klasse. Wo kommen nochmal die Knochen hin? Irgendwo. Sani, Knochen? Keine Ahnung, such dir was aus. Hab ich. Eigentlich Getränke waren die drin bei dem Trinker. Ja, was? Ja, hast recht. So, wo ist die eine Hose? Ich hab nur eine Pflanzenhose. So, ich bin wieder leer. Schön. Ja, voll wäre auch ein bisschen komisch. So, wieder rein. Beim Trinken aus der Essenskiste raus. Beim Trinken aus der Essenskiste? Wieso soll ich... Ja? Ich bin doch nicht in der Essenskiste drin. Aus der Getränkekiste halt. So. Schnauze voll. Laura, was essen und was trinken solltest du? Ich bin voll. Dann nimm den Verband. Oh. So, für Essen sind wir da auch gar nicht rumgekommen, dafür, dass wir eine ganze Essensfabrik gelootet haben. Doch, 30 Dosen habe ich mitgebracht. Alleine von einer Sorte. Hm. Immer noch 5% Lebensmittelvergiftung. Super.
Glückwunsch. Achso, jetzt können wir ja leichte Rüstung skillen. Haha. Oh ja, Skill, das ist eine gute Idee. Stimmt, da war noch was. Ein leichter Rüstungsskill funktioniert. Zwei sind verfügbar. So. Ach, das war mein Kunterbunterhaufen hier, glaube ich. Ich habe nach dem Skillen gemerkt, ich muss nochmal zwei Punkte zusammenkriegen, dass ich die Skill überhaupt verwenden kann. Welchen? Shadow. Ich habe gerade eben, wo ich unten war, Shadow geskillt. Ich kann bloß einsetzen, weil Apple hier nicht ist. Ist gut, ne? Was? Wenn du in der Nähe bist, hat er einen Skill. Wenn du weg bist, hat er nicht mehr. Ja. Hm. Durch deine Aura. Das ist kein Sorry, das ist Pech gehabt. Muss er dich halt in meiner Hosentasche haben. Du sollst in der Hosentasche haben willst, ja egal. Ich hab einen großen Rucksack, da passt die Apple rein, quer und links. Arme April. Mein Westentaschen. Wenn du noch ein paar Kuscheldecken reinpasst, dann okay. Das ist mein Westentaschen-Kobold. Ne, weil ich habe auch einen Rucksack rein, der ist, glaube ich, 1,5 Meter hoch. Zu Hause. Siehst du, da passt die Apple noch rein, kann sogar rausgucken. Aber die ist dafür nur 30 cm im Durchmesser. Ach, die kriegen wir da schon rein. Nur noch finden, was Apple die Augen verschließt. Was? Wieso das? Damit sie nicht mehr sieht, wann Zombies da sind. Ja, genau. Und am besten noch Kopfhörer mit richtig lauter Musik. Nee, bei der Apple mache ich dann einen Zombie, da ist ein Zombie-Kopf direkt von Ausgang. Guck's nicht raus. Da bleibt's in der Tasche. Ihr seid so. Ich weiß. April ist unser neuer Westentaschenkobold. Maskottchen. Genau. Sorry, dass ich vorhin so laut geschrien habe. Da war ein Krabbler und ich habe die ganze Zeit auf stehende Zombies geachtet und der war plötzlich unter mir. Ja, April hat wohl was gegen Spinnen. Bisschen anrufen. Hä? Ich? Ich dachte nur gerade, wir haben uns nicht erschreckt wegen den Zombies, sondern wir haben uns erschreckt wegen April. Ja. Sunny, wenn das Spiel langweilig ist, da gibt's schon eine Mod für dich. Ist das Sorcery Mod oder was? Fantasie Mod. Nee, die ist furchtbar. Ja, ich würde mal sagen, bevor wir das jetzt noch weiter hier abdrehen, mache ich lieber die Folge aus, weil jetzt kommst du schon mit der Fantasie Mod an. Nein, danke. Du bist weg damit. Da hast du wenigstens ein paar Drachen zum Töten. Hier, auf 7 Days. Ja, bei 7 Days to Die, super. 7 Days to Die, das Zombie-Survival-Game mit Drachen! Sind das ein Zombie-Drachen? Nein. Nee, das sind Drachen. Kobolde-Orks. Schamane.